In der letzten Folge haben wir David kennengelernt. David suchte Überlebende, doch die Zombies, also SH-311, griffen sein Haus an. Wird David sie überleben, sehen wir nach dem Intro. David, du musst da echt raus. Leichter gesagt als getan. Unten kann ich ja nicht raus. So wie die den Eingang bearbeiten. Ich könnte natürlich versuchen, in die Wohnung im Erdgeschoss zu kommen und dann über ein Fenster in den Hinterhof zu flüchten. Vorausgesetzt, die Haustür hält den Druck lange genug stand. Denn sonst laufe ich denen direkt in die Arme. Oder ich steige aufs Dach. Von dort aus kann ich vielleicht auf eines der Nachbarhäuser, vermutlich. Denn dort oben war ich noch nie. Oder aber ich bleibe einfach hier in der Wohnung und hoffe darauf, dass sie mich nicht finden. Angesichts der Alternative erscheint mir diese Option durchaus nicht wenig verlockend. Was meinst du? Ja, das aber jetzt nach einem Ausgang im Erdgeschoss, flüchte übers Dach, sperr die Wohnung ab und sei leise. Vielleicht verschwinden sie. Die verschwinden garantiert nicht von selbst, mit Sicherheit nicht. Ja, übers Dach, ich weiß auch nicht. Ich versuch mal, ich probiere es mal mit dem Erdgeschoss. Okay. Ich packe nur noch ein paar Konserven ein. Wer weiß, ob ich noch mal hierher zurückkommen kann. So, hab alles. Ab nach unten. Bin im Erdgeschoss. Diese Monster hämmern wie verrückt gegen die Tür. Sie brechen schon Splitter heraus. Gleich haben sie das Holz ganz zertrümmert. Na toll, ob das eine gute Idee war. Ich bin jetzt in der Wohnung von Mrs. Hast du nicht gesehen, im Erdgeschoss. Von hier aus kann ich direkt auf den Hinterhof. Das ist Mrs. Crawley. Ach ja, die gute Dame. Oh, da fällt mir etwas ein. Mrs. Crawley hatte immer panische Angst vor Einbrechern. Sie hat mir einmal erzählt, dass ihr Sohn ihr einen Elektroschocker zur Selbstverteidigung besorgt hat. Der muss hier irgendwo sein, könnte doch nützlich werden, oder? Was soll das bringen, wenn eine ganze Horde hinter dir her ist? Hast du Zeit dafür? Ja, schnell schnapp dir das Ding ja. Hier, klar, her damit. Kann ja nicht schaden, ne? Gut, wahrscheinlich hat Mrs. Quabby das Ding im Schlafzimmer versteckt. Moment, Mist, nichts. Vielleicht im Wohnzimmer. Hoffentlich hält die Tür. Gab es jemals eine stolzere Mutter als die gute alte Mrs. Polly. Anlässlich der Verleihung des, ach du Jemini, Jura-Examens ihres Sohnes. Dem Foto, das von hektischen Handgriffen auf der Suche nach einem Elektroschocker aus dem Album geschleudert wird. Nach zu urteilen wohl kaum. So herausgeputzt sah sie aus, Mrs. Polly. Danke. Gar nicht wie der schlotternde Leichnam, der nun endlich den Weg in das vertrautet. Guten Tag, Mrs. Querby. Wie geht es Ihnen heute? Reißen Sie mich bitte nicht in Stücke. Mrs. Crawley. Danke. Game over. Was denn jetzt? Wähle erneut. Warte, geh nicht ins Erdgeschoss. Flüchte auf das Dach. Ich habe meine Meinung geändert. Du solltest nicht nach unten ins Erdgeschoss gehen. Bleib lieber in dieser Wohnung. Vielleicht bemerken sie dich nicht. Verlass den. Ich würde das mit dem Dach vielleicht eher nehmen. Ja, wir nehmen das mal mit dem Dach. Oh, okay. Lieber nicht nach unten. Nee, das machen wir nicht nochmal. Also dann ab aufs Dach. Ich packe nur noch schnell ein paar Sachen ein. Nur eine Handvoll Konservendosen. Wer weiß, wann ich wieder in die Wohnung zurück kann. Nicht, weil ich. Nee, nicht zu viel. Ich muss mich ja ungehindert bewegen können. Moment, hab's gleich. So, jetzt aber ab aufs Dach. Ah ja, da wäre noch eine Kleinigkeit. Die Frage ist, wie komme ich darauf? Mit einer Leiter? Ach so. Über das Treppenhaus klettern. Welche Möglichkeiten gibt es denn, frage ich mal. Also, soweit ich weiß, gibt es einen Zugang über das Treppenhaus. Oben im vierten Stock. Ich war dort noch nie, aber ich glaube, Mrs. Banks, der Hausmeister,
hat einmal so etwas erwähnt. Das Problem dabei ist nur, dass es die SH-311 ja schon ins Haus geschafft haben. Ich weiß nicht, wie weit die mittlerweile sind. Mir ist nicht ganz wohl dabei, jetzt den Flur zu betreten. Alternativ könnte ich die Feuerleiter hinaufklettern. Die wurde aber bei den schweren Unwettern beschädigt und ist seitdem sehr wackelig. Wie sehr kann ich nicht sagen. Vielleicht trägt sie, vielleicht stürze ich damit in die Tiefe. Tolle Aussichten, nicht wahr? Ja, die sind ja toll. Was meinst du? Jedenfalls sollten wir uns schnell entscheiden. Also, was meinst du? Also die Feuerleiter würde ich dann schon mal irgendwie gar nicht nehmen. Weil die scheint ja nicht mehr ganz fit zu sein. Dann würde ich eher durchs Treppenhaus gehen. Okay, wird schon gut gehen, nicht wahr? So schnell sind sie ja nicht, oder? Nö. Ich denke mir mal, die sind ja eher Schneckentempo unterwegs. Nein, bestimmt nicht. So. Eben. Ich meine, ich bin hier im dritten Stock. Also dann verlasse ich jetzt die Wohnung. Nichts zu hören. Die müssten sich wohl noch im Erdgeschoss aufhalten. Sehr gut. Ich gehe nach oben. Im Moment gibt es David nichts zu sagen. Versuche es stattdessen bei einem der anderen Chats. Ob David es schafft, aufs Dach zu kommen und SH-311 zu entfliehen und auf wen wir noch zu treffen, das sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss!